Freunde, was geht ab, Pets? Willkommen hier auf dem Kanal. Wir spielen heute einen Troll-Escape. Und das Ganze ist extrem schwer, Freunde. Wir haben uns die Map angeguckt und wir mussten das erste Level googeln, weil das so hardcore war. Odoman hat verzweifelt. Ich hab verzweifelt. Wir sind alle verzweifelt. Odoman, bist du verzweifelt? Ich bin verzweifelt. Freunde, lasst jetzt gerne Like und Abo da. Und schreibt was Schönes in die Kommentare. Feiert ihr Escape Rooms selber zu spielen? Wenn ja, kann ich den hier nur empfehlen. Der ist extrem schwer. Odoman, wir haben, oder ich habe nachgeguckt, wie das erste Level geht, weil hier ist auch Copyright-Musik. Freunde, wundert euch nicht, ich mache den Sound gleich wieder an. Hier ist irgendwo ein unsichtbarer Block, Odoman. Oh, hier. Und da muss man hier rein. Da muss man da ins Gesicht reinspringen. Oh, Affe. Hä, was machst du denn hier, Odoman? Das ist ein Affe, Junge. Okay, und jetzt rüber. Wie? Oh mein Gott, guck mal, wie schwer. Und das ist nur das Startlevel. Warte mal, wenn ich hier... Oh! Hast du geschafft? Nee, fast. Okay, warte. Man kann da nicht rein. Junge, dieser Affe, ich raste gleich aus, André, wirklich. Warte, so und zack. Okay, er will nicht klettern. Das heißt, man muss so reinspringen. Ich hab's. Let's go. Oh mein Gott, war das schwer, Freunde. Ab jetzt weiß ich nichts mehr, aber ich mache auch gleich den Ton an, weil die Copyright-Musik weg ist. Oh, du Mann, let's go. Okay, warte. Ich mache jetzt kurz den Ton an, Freunde. Immer noch da. Ja. Okay, wir springen runter. Copyright-Musik. Wir haben meine Toilettenpapier überlassen, überlehen. Überlehen? Okay. So, Copyright-Musik ist aus. Oh nein. Ich sehe nichts mehr. Junge. Oh nein. Oh mein Gott, okay, das ist creepy. Ey, haben wir jetzt einfach Türen und müssen da laufen? Nein, André, bitte. Ober, man stirbt nicht. Okay, da ist ein Troll. Okay. Hier ist ein Bild, oder Mann? Nein, was geht? Okay, also die Fallen sterben auf jeden Fall nicht. Das erinnert mich voll an, man stirbt nicht an den Fallen. Weißt du was? Das sind, warte. Ein Knopf. Was ist das jetzt? Was war das jetzt? Ich weiß nicht. Gold. Das erinnert mich voll an Super Mario 64 hier. Übel. Okay. Was müssen wir jetzt machen aber? Okay, jetzt, wir haben Knopf aktiviert. Ja, ich sehe nichts mehr. Ah, jetzt ist hier, ab hier ist First Person. Vielleicht müssen wir zu ihm hingehen? Ja. Er ist bei mir verschwunden, jetzt ist er wieder da. Ja, bei mir ist er da. Oh no, müssen wir jetzt die nächsten Türen auch alle? PP, Digga. Hier sind ganz viele Geschenke, aber man kann keins davon öffnen. Ich hau einfach mal auf alle rauf. Hier sind überall Bilders. Ja? Hier. Hast du was? Nein. Okay, er macht die ganze Zeit bei mir so ein Meme-Face, aber ich komme nicht weiter. Also hier ist schon mal ein falscher Raum angeblich. Ja. Aber man weiß es nicht. Da hinten kannst du es vergessen, geh nicht auf das Jump-Pad hier hinten. Okay. Oh. What is this? Warte, wir müssen auf ja, die Tür. Ja. Let's go. Aber das kann es nicht sein. Okay, ich bin dran vorbei. Hier ist noch ein Raum, wo es weitergeht. Oh mein Gott, was ist das? Und man vergisst es, hier hinzukommen. Warum? Obwohl, mit Klettern geht das, Man muss einen Death Run machen. Ah, meine. Sag doch, dass deine Falle ist, Junge! Ja, Junge, ich habe mich selber abkonzentriert gerade. Hier ist ein Rift und eine Tür. Ich glaube, hier ist richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich warte hier auf dich. Schaffst du den Death Run? Gib den Tipp bei den allen Dingern. Okay. Hast du die Falle gerade getriggert? Ja, verschlossene Tür. Verschlossene Tür? Laber nicht. Ja, die ist verschlossen. Musst du wieder jetzt komplett zurück. Warte mal, ich sammle das jetzt ein. Und was jetzt? Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Level bin oder ob ich gerade getrollt werde. Boah, es ist so. Digga, dieses Face macht mich todesaggressiv. Okay, komm schon. Okay, wo war das? In dem ersten Raum, gell? Hier, ja. Guck mal, hier in der Ecke macht er Faxen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo in die Ecke gehen wahrscheinlich. Vielleicht ist das so ein kleiner... Ja! Hä? Nee. Knopf ist aktiviert. Guck mal, die war... Ah, da ist eine Tür! Ich glaube, ich sehe es. Der Knopf ist aktiviert. Bist du in diesen Gang reingegangen, wo du eben mit mir zusammen warst? Ja. In diesen... Da gehst du hoch und dann musst du über Momentums machen und so. Da war ich gerade. Mit dir. Ich habe den Knopf gedrückt. Warte. Ja, ich komme halt weiter. Nicht, dass das nur für einzelne Leute ist. Die Tür ist jetzt auch wieder zu bei mir. Hä? Aber... Ah, okay, Krise. Probier mal ein bisschen rum, wir gucken gleich. Sonst müssen wir gleich noch einmal neu starten und müssen das zusammen machen. Wir waren ja nicht weit. Also du kommst nicht mehr durch, Tür ist zu, ne? Also die war gerade zu, ich muss noch mal kurz neu probieren. Ja, probier mal aus, wenn nicht, starten wir einmal neu. Ich weiß ja den Weg jetzt. Guck mal, hier ist ein Knopf. Lol.
heißt der Knopf. Okay, wenn ich jetzt hier reingehe, geht die Tür auch wieder zu. Und wahrscheinlich kann man den Knopf nicht nochmal drücken. Das heißt, jedes Level müssen wir zusammen machen, Odoman. Ehrenlos. Junge, dieses Lachen von diesem Meme-Face macht mich richtig aggro. Okay. Hier kommt man runter. Okay, Freunde, wir machen jetzt einen kleinen Cut und wir holen kurz Odoman her. Bis gleich. Hallo! Okay, Odoman ist am Start. Hat alles funktioniert. Okay, Odoman, immer wenn du eine Idee hast, was wir machen müssen, müssen wir das zusammen machen, weil sonst... Obwohl, das ging eigentlich, ne? Wenn ich jetzt rausfinde, wo der Knopf ist. Okay, Freunde, ich muss sagen, das ist aber bis jetzt der schwerste Escape Room, den ich bis jetzt gespielt habe, muss ich sagen. Ich muss ehrlich sagen, der ist brutal, Digga. Der ist echt ekelhaft. Aber wir sind gut weit gekommen bis jetzt. Ja, okay, LOL ist eigentlich immer richtig. Warte, lass gucken, noch bevor wir in eine Tür reinlaufen. Hier ist verschlossen. Ist irgendeine Tür auf? Hier ist auf. Okay, lass zusammen rein. Komm. Let's go. Okay, jetzt direkt ein Knopf. LOL. Hier ist auch ein Knopf. LOL. Boah, aktiviert einfach. Okay, langsam wird der sympathisch. Runter. Ich glaube. Ah, jetzt haben wir zwei geöffnet, Digga. RIP. Hier ist auf jeden Fall jetzt auch eine Tür auf. Warte, ich komm. Okay. LOL. Hier ist wieder ein Knopf. LOL, ich habe geöffnet. Das Ding ist, man weiß halt jetzt nicht, ob er uns trollt oder ob wir das so machen müssen. Hier ist noch ein Knopf. Oh mein Gott, ja, ich sehe es. LOL. Okay. Ah, unten ist aufgegangen. Okay, eigentlich müsste die Metalltür uns weiterführen, oder? Ja. Komm. Bist du da? Bin da. Oh mein Gott, war das knapp. Okay. Apfel, hier ist safe hinter. Ein Apfel? Ja, ein Apfel. Oh nein. Das kann eklig werden. Ich glaube auch, dass er irgendwas mit Hauen eingebaut hat, 100%. Könnte sein, der eklige. Ah, ich hab ihn. Wo? Hier in der Mitte. Ah, ja. Mach auf. War's das? Ich wusste, dass er uns verarscht. Nee, du musst ihn annehmen. Ja, okay. Komm. Let's go. Okay. Hier unten immer. Hier hinter, safe. Okay, ich komme da aber nicht hin. Aber ist da was? Ich sehe nichts gerade. Nee, sieht nicht so aus. Ja, lass uns erstmal weitergehen, wir gucken. Aha. Okay, ein Karton. Okay, wir brauchen einen Knopf. Kartoschka. Unten ist safe ein Knopf, hier muss irgendwo ein Knopf sein. Ich denke auch, dass das hier ist, weil sonst wäre dieses Lachface nicht die ganze Zeit. Ich glaube, er hat das so auf Next Level gemacht, dass man immer, wo das Lachface ist, dass es dann weitergeht. Aber das Ding ist nur... Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Let's go. Ja, er war mitten in den Kartons drin, aber er war voll einfach daneben. Aber nicht offen. Doch. Komm. Ach, die... Nein! Er ist so ein Ehrenloser. Er ist so ein Ehrenloser. Warte mal, kriegen wir das jetzt nochmal? Ja, okay, der Karton respawnt. Wo siehst du? Ah, da. Okay, wir müssen direkt aktivieren und rein. Okay. Lauf du mal schon mal, sprinte schon mal gegen. Und go! Let's go. Easy. Okay, was brauchen wir noch? Wir brauchen gar nichts, einfach nur eine Tür öffnen. Hier ist eine Tür. Hä, wie hast du die aufgemacht? Einfach aufgemacht. Okay, ich wäre jetzt für immer stuck gewesen, weil ich dachte, die Tür geht nicht auf. Aber die Tür kann ja nicht einfach so da sein. Oder? Oh, warte, André, komm mal. Ja, ich komm. Ist ein Knopf. LOL. Ja, okay. Oh, irgendeine Tür ist aufgegangen. Warte mal, jetzt ist die Tür aufgegangen. Ist die wieder aufgegangen? Nicht rein, oder? Nee, warte mal. Also entweder trollt er uns gerade. Nee, oben ist die Tür aufgegangen. Nee. Hä? Oben gibt es gar keine. Warte. Bevor wir jetzt irgendwas Dummes machen. Die Tür hier ist aufgegangen. Also ist das der ganze Raum vielleicht hier ein Troll? Weißt du, wie ich meine? Ja. Okay, komm, wir gehen nochmal zurück. Nein, die Tür ist aufgegangen hier oben. Ah, okay, komm rein. Okay, die ist jetzt zu. Das heißt, es geht nicht mehr zurück. Nein, André. Oh nein. Er hat Labyrinth gemacht. Hier kann man in die Wand rein. Man darf nicht auf die Dings drauf. Der hat eklig gemacht. Wenn man auf Maze raufspringt, dann geht man drauf? Ja. Ja, okay. Ich habe aber, glaube ich, den Weg gefunden. Boah, Stabo. Ja, Stabo Stibi. Okay, wir brauchen irgendwie wieder ein Item. Karte. Eine Karte. Okay, Karten. Hier brauchen wir den Besen. Ekelhaft. Ja, aber der Besen leuchtet bei mir blau, aber ich kann ihn nicht aktivieren. Sag mir nicht. Junge, dieses Affengesicht, Junge. Ich bin einfach random. Du bist tot. Einfach gestorben, random.
Junge, das Affengesicht triggert mich übel. Okay, ich glaube, ich habe was gesehen. Ja, ich sehe was durch die Wand. Oder mal, komm mal her. Junge, ich raste gleich aus. Wo bist du? Guck mal, wenn du das Bild hier anguckst, von meiner Perspektive. Also okay, müssen wir hier. Also die Flasche zuerst. Flasche zuerst. Bro, die ist safe irgendwo im Maze. Oder man braucht eine Prop-Waffe, weil ich habe hier eine Tür gefunden, wo man nur durchkommt, wenn man kleiner ist. Also entweder eine Prop-Waffe oder eine Flasche zuerst. Die Karte kommt als letztes. Oder der Besen zuerst und dadurch können wir die Flasche holen. Ich weiß es nicht. Aber die Karte auf jeden Fall kommt nicht. Die Karte ist als letztes. Ich bin auf dem Hausdach. Einfach. Oh, stimmt. Wir haben draußen gar nicht geschaut, ne? Schau du mal draußen, ich guck drin. Ist, glaube ich, nix. Kann man hier rüberspringen? Ja, kann man. Okay, das hat was zu bedeuten. Ich bin auf einer ganz ekligen Ecke gerade, wo ich nichts sehe. Aber hier gehe ich nicht drauf. Junge. Komme ich hier irgendwo hin? Mal, wenn ich jetzt hier unten durchspringe. Ey, dieser Affe, ne? Er ist so ehrenlos. Okay, ich gehe jetzt auch aufs Dach. Okay, okay, okay. Dach weiter. Auf dem Dach ist nix, glaube ich. Auf dem Dach ist nix, sagst du? Nee. Hm. Ehrenlos Raum gemacht, Bruder. Okay, ich kann. Ich bin auf. Ey! Oder man ist down. Was ist, wenn ich hier raufspringe? Ja, ich gehe auch drauf. Ich. Warte mal, warte mal. Da liegt noch eine Toilette, noch ein Toilettenpapier. Nicht, dass man das irgendwie braucht. Mal hier in der Mitte. Ich habe das mal eingesammelt. Ich gehe mal einen anderen Maze-Weg. Vielleicht kommt noch was. Vielleicht sind diese Toilettenpapier-Dinger auch ein Weg, wo man. Also, dass es gezeigt wird. Da kann man runter. Okay, ich bin wieder dreifach random gestorben. Ich glaube, das ist im Haus, Freunde. Ich würde jetzt sagen, wir machen einen kleinen Cut und wenn wir es gefunden haben, sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir haben drinnen alles angeguckt. 15 Minuten gebraucht. Also entweder muss es hier auf dem Dach... Wieso sterbe ich, wenn ich aufs Dach gehen will, Junge? Es nervt. Darf nicht berühren. Mal, ich habe das Gefühl, wir brauchen den Besen zuerst. Der Besen? Ey, bitte, ich will raus aus diesem Level. Diese Affe, ne? Ich habe eine Prop-Gun. Oh, okay. Hier. Nimm mit. Jetzt können wir unten bei diesem Holz durchlaufen. Yeah. Da, wo die Tür versperrt ist. Wenn der Apfel noch einmal kommt, dann muss ich irgendwas tun. Was musst du tun? Oh, Toilettenpapier nehmen wir mit. Wichtig. Ey, Junge, Adre, bitte. Schnell, einfach raus hier, bitte. Guck mal, ich werde aggressiv. Werden. Hier, warte. Eine Pflanze? Ja, hier. Oh, okay, so. Das sollte passen. Warte, und wo war das Ding? Ich glaube, da auf der Seite, ne? Ja. Nein, naja. Geht nicht. Vielleicht die Palette hier? Ja, Mann, die Palette. Ja. Die ist noch ein bisschen dünner. Okay, aber was machen wir jetzt hier? Oh, hier ist der Besen. Ich hab den Besen. Oh. Okay, jetzt, wie kommen wir wieder zurück? Mit Spiegel. Oh. Ich glaube nicht. Oder? Ich glaube nicht. Nein. Also, wir können die Palette anvisieren. Die nehmen. Oh nein, ich glaube nicht. Wir können die Palette anvisieren. Hier ist zu, André. Junge, geh mal weg da! Jetzt. Hab's, ciao. Heide, ciao. Okay, wir haben den Besen, wir geben ab. Eigentlich will ich den Besen behalten, ich sag dir ehrlich. Hab ihn gedrückt. Der ist oben, oder? So, zack. Nee, ey, wir müssen wieder irgendwas mal holen. Oh, mit Prop-Gun. God. Vielleicht diesmal die Pflanze jetzt. Nein. Die Pflanze ist zu groß. Ja, die Pflanze ist zu groß. Wieder Palette. Ach, Digga, will er das jetzt ehrlich? Okay, wir probieren's. Nee. Oder? Geht nicht? Ich glaube nicht. Nee. Wir müssen irgendwas anderes holen. Okay, was brauchen wir? Der Stuhl? Ah, ich hab's hier, Müllbeutel. Da oben, guck mal. Da oben, auf dem Geländer. Okay, stark. Und damit hätten wir auch in das andere reingehen können. Geht. Okay, was brauchen wir hier? Ja, hier ist die Flasche. Ja. Hier ist noch ein Müllbeutel. Kannst du hier einfach zurückverwandeln. Sorry. Danke für die Flasche. Ja, okay. Was macht man jetzt? Ich kriegen kann. Ey, bitte schieb nicht, Bro. Take a break. Warte mal. Kommt die jetzt einfach raus gleich? Weiß nicht. Das wäre wild. Ich setz mich auch mal hin. Ja, die leuchtet warte, jetzt warte, bei mir. Warte. Ich bleib sitzen, Lol. Hab's. Okay, let's go, warte, ich weiß nicht, ich Knopf Ü.
Oh, ich hab mir gemerkt. Oh, mein Maschine, Gott. Andre, Maschine. Okay, wir springen raus. Okay. Oh nein. Sorry, dass du das wie ein Profi gemacht hast. Ja. Wo brauchen wir die Flasche? Flasche. Ah, hier auf der Seite, auf der Seite. Seite. Ja, ja. Und dann können wir uns die Karte holen, endlich. Let's go, Digga. Bei Junge, dem Level haben wir, keine Ahnung, 20 Minuten gebraucht. Level Freunde. Des Lebens, Digga, wirklich. Palette. Junge, er mit seiner Palette, er liebt das, ne? Man kann ich die nicht mehr anvisieren. Ja, es geht nicht mehr einfach. Lass Müllbeutel holen, einfach. Ich bin eine Palette, ciao. Junge, dieser Affe, er war lange Zeit nicht da. Er war im Urlaub und jetzt ist er wieder da. Hol bitte diese Karte, bitte. Ich hol sie, ich hab sie. Ehrenmann. Aber wie kommst du wieder zurück? Ach, mit Palette. Palette. Okay, jetzt müssen wir auf die andere Seite und dann sind wir bitte weiter. Hier, bitte. Hier. Let's go. Warte, nicht einfach durchziehen. Komm rein, wenn du rein bist. Bin da, ich bin da, ich bin da. Ja. Geh rein. Okay, bin drin. Oh, meine Arme. Let's go. Okay, was passiert jetzt? Okay, jetzt passiert, müssen wir da hoch. Oh nein. Oh nein. Ciao, André, mach's gut, Digga. Hä? Achso, du hast diesen Dings. Den Besen noch. Der ist stark. Das ist cool, dass man die Items behält, okay? Okay. Oh nein, so Laserwände oder sowas. Oder? Digga, das war optische Täuschung, sein Onkel einfach. Oha! Das ist einfach nur Dings. Okay, das hat mich übel verwirrt. Optisches. Ich bin tot. Ich bin tot. Sag bitte nicht, wir müssen den ganzen Weg von vorne laufen. Baby, nein. Oh, zum Glück. Okay. Oh, okay, okay. Was, wo bist du hin? Bist du links reingesprungen? Nee, ich weiß nicht, bin nirgendwo reingesprungen. Bin drin. Bin drin. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, aber wir werden es rausfinden. Bin drin. Bin einfach irgendwo hingeflogen oder... Nein, du warst es, du Ehrenloser. Bin drin. Okay. Junge, dieser Affe, bitte! Bin drin! Wir schaffen das. Wir haben den Way. Da hängt irgendwas. Da ist ein Schalters. Ey, sag nicht, wir müssen den jetzt drücken und wieder ganz zurücklaufen. Ah, meine, wir müssen den drücken und wieder ganz zurücklaufen. Oh no, friends. Bro, André, was hast du mir angetan, Bruder? Mentales Training, Junge, schieb mal nicht. Mentales Breakdown. Breakdown, Mental Breakdown. Mental Makedown. Okay, ich hab's geschafft. Okay, ich nicht. Okay, ciao. Ich mach trotzdem weiter, ohne dich. Affe, ich warte vor der Tür natürlich auf dich, wenn die Tür dann irgendwann mal kommt. Aha, okay. Auf einmal die Dings wurde zu einem... Hä? Was denn? Hä? Oh, ich hab's. Hier ist ein Rift. Bitte, sind wir erlöst? Wir sind nicht erlöst. Es geht weiter. Can you help me find my banana? Nein. Dropped it. Nee, dropped it. Okay, oder mal komm bitte, ich will diesen Affe nicht mehr sehen. Ich komm, Daddy, ich komm. Okay, ich such schon mal die Banane des Lebens. Des Lobens. Du bist eine gute Banane, ich mag dich. Ich lobe dich. Die hängt safe irgendwo an der Wand. Guck mal, ich sag dir ehrlich, André. Ja? Ich glaube, du hast am heutigen Tage nichts Schlimmeres dir entdingsen können. Warum geht die Tür nicht auf? Map ist echt die schlimmste von Evers. Muss man tanzen? Ever, Evers. Muss man tanzen? Wie, Tür geht auf? Welche Tür? Geht nicht auf. Die hier. Wo bist du, Daddy? Help me. Ich bin einen weitergegangen. Warte mal, hab ich irgendwas gedrückt? Ja, ich hab sie. Lol, ich hab die Banane. Oh, mal komm her schnell. Ja, Junge! Tür! Da war ein Rift. Du musst durch die Dings und war ein Rift oder ist das Rift weg wegen dir? Wegen mir. Also hier ist, bei mir ist kein Rift. Wo, also nach der Röhre meinst du, ne? Ja, nach der Röhre, genau. Nö, bei mir da war ein Toilettenpapier und dann ein Rift. Nö. Okay, bin ich jetzt auf mich alleine gestellt? Ey, versuch mal nicht da rumzulaufen, oder mal bitte, dieser Affe, ne? Ich sag dir ehrlich. Okay. Wir suchen weiter. Wie wegen mir? Der Affe? Ehrlich? Ja. Okay, hier ist irgendwas. Ich konnte hier was sehen. Move. Ja, André. Alles gut, ich mach bisschen alleine weiter. Du schaffst es schon, oder Mann? Unterstütz mich bisschen. Junge, wenn du noch einmal irgendwo hinläufst. Ich kann nicht mehr, diese Affe, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Haben wir noch die Prop-Waffe? Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Falls wir die Prop-Waffe brauchen. Ich habe diesen Rutschback auch wieder, ne? Ehrenmann. Oh dieser. Nein. Oha, ich habe Wallhack mit Prop-Hunt. Okay, wir brauchen einen Salat. Wenn du die Prop-Waffe nimmst, dann sehe ich durch die Wand alle die Waffen, Sachen, die ich proppen kann. Hä? Das ist ja übel OP. Freunde, warum ist das so? Okay, irgendwie muss ich einen Salatkopf finden. Oh, hier ist einfach eine Tür auf. Vielleicht sollte ich mal hier nachgucken. Okay.
Hier gibt es... Geht es irgendwie raus? Komme ich da durch? Nee. Ist hier der Salatkopf? Mal hier würde es Sinn ergeben, weil hier ist was Grünes. Ey, dieser Affe, Bro, dieser Affe. Er will uns mental breakdown, aber wir werden es nicht tun. Also ich bin gemeint zu breakdown, weil bei mir erscheint nichts. Ja, alles gut, alles gut. Bitte hol mich, André, bitte. Ich kann nicht mehr. Bitte. Ich kann nicht mehr. Wenn ich diesen Salat gefunden habe, ich werde ihn essen. Bitte. Wenn ich hier hochspringe? Was, warum ist hier so ein Reifen? Das muss ja irgendwie Sinn ergeben, weil sonst wäre er ja nicht da, glaube ich. Oder er trollt einfach nur, weil es jetzt ein Troll-Escape ist. Das könnte auch sein. Okay, ich esse jetzt erstmal eine Banane. Kann ich nicht. Okay, zurück komme ich auch nicht mehr. Und wir brauchen den Salatschädel. Junge, wenn ich in diesen Raum noch einmal reingehe, oder Mann, ne? Ich sag dir ehrlich, André, ich mach alte 4, komm zu dir nach Hause und küsse dich auf den Mund. Boah. Darauf habe ich schon lange gewartet, oder Mann. Okay, ich finde den Salatschädel. Ja, bei mir ist irgendwie so eine komische Zone, aber ich kann in der Zone. Ich schlag dich gleich kaputt. Okay, ich mach Stopp. Ich guck jetzt im Internet. Okay. Odemann ist rückwärts gelaufen, Freunde. Deswegen konnte er nicht herkommen. Aber er kommt auch so nicht her, weil es nicht für ihn möglich ist. Da ist so eine Wand. Und ich habe hier eine Wand, die ich verschieben kann, kann den Salat holen und dann kann ich ins nächste Level. Aber ich kann diesen Affe nicht mehr. Das Ding ist, für euch war das jetzt ein paar Sekunden. Für mich war das 20 Minuten, wo ich diese Affe seine Fresse sehen muss. Odemann. Ich hasse mich gerade selber. Ich weiß nicht. Okay, hier ist irgendwas. Freunde, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Okay, er hat uns gebrochen. 800 V-Bucks ist sein Name. Überleg mal, was für ein Name ist das? Wir sehen uns morgen auf jeden Fall.